Hier. Gute Burger. Dass man hier nicht die Menge einstellen kann. Zack. Das perfekte Dinner. Oh, ja, seht ihr? Alles hatte ich, wie gesagt, noch nicht. Geht das schneller, wenn ich... Na. Nein, geht es nicht. Ja, es tut mir leid, liebe Freunde. Das könnte vielleicht jetzt ein bisschen dauern. Aber wir müssen es nur noch dreimal machen. Wir haben schon fast die Hälfte. Schaschalik. Zack. Und nicht den Kuchen vergessen. Sonst habe ich hier wirklich gleich... Komme ich in Teufelsküche. Plop. Dann machen wir hier nochmal El Zwiebelringa. Wisst ihr, als ob ich das damals gewusst habe. Genau deshalb habe ich mit dem Anbau von Zwiebeln begonnen. Als ob ich es wirklich geahnt hätte. Gut, ich habe es nicht wirklich geahnt, sondern es war mir jetzt so ein Glückstreffer. Aber haben oder nicht haben, ne? Und so heißt es so schön. Komm. Zack. Und jetzt kommen wir noch zum das. Jetzt müssten wir 5 Stück haben, oder? Perfekt. Packe ich die mal hier rein. 5 Stück. Dann ist der Mann auch wieder zufrieden. Heute müssen wir auf jeden Fall auch noch... komme ich nicht durch, Kacke. Zum Inquisitor. Wir müssen ihn ja darum bitten, dem Pastor. Ist doch der Pastor, oder? Ich komme da jedes Mal mit durcheinander. Hier bei seiner Rede zu unterstützen. Danach machen wir uns mal. Wir müssen uns wieder um die Weinproduktion kümmern. Unsere Taverne läuft leer. Nicht, dass wir jetzt unbedingt noch Geld brauchen, aber einfach der Vervollständigungshalber. Da. Ich habe mich fast gedacht, dass das jetzt hier antanzt. Schwupp. Ich müsste mal auch noch ein paar neue... Brauche ich überhaupt noch mehr Felder? Es passt doch eigentlich so. Theoretisch bräuchte ich noch mehr Felder, um die Produktion jetzt am Laufen zu halten, aber ich kann mich irgendwie nicht überwinden, da noch mehr zu bauen. Ich meine, wir brauchen nicht mehr so viel Geld. Guck ich das mal an, wir haben fast 1000 grüne Punkte. Das möchte ich hier nur mal betonen. Und so viel. So. Wir haben keinen Dünger, was soll das? Ich habe den Dünger abgelegt, oder? Ich habe auf jeden Fall Dünger gemacht. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo hab ich Dorfkopf das Ding reingeknallt? Hier war es schon mal nicht. Okay, jetzt wird es langsam gruselig. Wo habe ich meinen Dünger? Dünger? Nein. Dünger? Nein. Dünger? Dünger. Wieso habe ich den denn hier reingeknallt? Ich habe hier so einiges reingeknallt, was ich, glaube ich, erstmal aus der Tasche haben wollte. So. Wir gehen jetzt gerade mal zum Inquisitor hoch. Der vermisst uns doch bestimmt auch wieder. Ich hätte ja eigentlich schon mal den Ofen starten können für neue Kuchen. Aber gut, okay. Boah, ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht die ganze Zeit hier, wie der da mit seinem Holz umgeht. Da kommt er ja. Da hat er sich aber Zeit gelassen, der Mann. Hallöchen. Da kommt er. Du ewig loderndes Feuer.
Hallöchen. Dunkle Zeiten stehen der Menschheit bevor. Ich habe zwei Nachrichten für dich. Eine ist schlecht, die andere ist gut. Zuerst die schlechte Nachricht. Es scheint, als wäre der König besessen. Er redet neuerdings zu viel von Menschlichkeit und Menschenrechten. Ich hatte eine Audienz bei ihm und er hat mir gesagt, dass es nicht rechtens sei, Leute einfach so zu entführen und bei lebendigem Leibe zu verbrennen. Also müssen wir unsere kleinen Verbrennungen erst einmal aussetzen, bis wir ihm Beweise gebracht haben. Aber hier ist die gute Nachricht. Ich weiß, woher wir diese Beweise bekommen. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir eine Hexe befragt. Sie hat geschworen, dass sie unschuldig sei, aber nach ihrem Tod erschien ein großer roter Geist, der wie ein Hühnchen aussah über ihrer Leiche. Und der Geist mit der gruseligen Stimme kündigte den jüngsten Tag an. Der uralte Fluch kehrt zurück und die Toten werden auferstehen und Rache suchen. Das klingt nach Hexenwerk. Wir entschlossen uns, jemanden von der Universität danach zu befragen. Glücklicherweise hatten wir jemanden in einer unserer Zellen. Er erzählte uns, dass die Stadt einst mit einem schrecklichen Fluch belegt wurde. Nur eine uralte Abmachung konnte diesen Fluch abwenden. Das erste Anzeichen der Rückkehr dieses Fluches sollten von dunkler Magie eingefärbte Organe in Leichen sein. Wir müssen sie sammeln. Ein dunkles Herz, ein dunkles Gehirn und dunkle Innereien. Finde sie in Leichen und bring sie mir als Beweis für Hexenwerk. Hier sind ein paar alte Notizen, vielleicht helfen sie dir ja. Eieieiei. Die sehen irgendwie ganz cool aus, ne? Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also, die Zeremonie in meiner Kathedrale. Kann ich um einen Gefallen bitten? Ich bin ganz Ohr. Kannst du einer großen Zeremonie an meiner neuen Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof beten wir dafür, dass das Wasser in die Stadt zurückkehrt. Für einen solchen Unsinn habe ich keine Zeit. Aber wir brauchen wichtige Leute, die dabei sind. Dann such dir doch jemanden vom Königshof. Es hätte so einfach sein können, ne? Er hätte einfach nur sagen müssen, klar, mein Junge, mach ich. Kein Problem. Ich wäre so happy gewesen. Und jetzt erbricht unsere Freundschaft. Das Schwein. Hast du noch ein paar... Jawohl. Du wirst jetzt auch arbeiten, mein Freund. Du hast lange genug gefaulenzt hier. Schack und Schack. Ob wir heute die 1000 vollkriegen? Also jetzt an grünen Punkten. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Tun wir noch den Gemüseschrott hier rein. Oder Gartenabfall. Ist ja kein Gemüseschrott. Danach müssen wir das Ganze noch mit Zwiebeln machen. Ich muss noch mal zu Klo so. Ich muss mir neuen Hirnmaterial muss ich mir holen. Nein! Der Finger war wieder schneller. Der böse, böse Finger. Okay, Heiltränke hatten wir uns jetzt auch schon besorgt, gemacht. Ich weiß es nicht. Sind die aus Marke Eigenproduktion? Ich glaube nicht. Damals habe ich mir die, glaube ich, auch von Clodo gekauft. Wir gehen nochmal zur guten alten Hexe. Und dann schauen wir mal. Wir müssen unbedingt mit dem, hier, Gelehrten, hier, unserem Opa, müssen wir nochmal reden. Wegen diesem, da war irgendwas, ja. Ich weiß nur nicht mehr was. Bitte, Kloso, sei noch wach. Du bist eine Hexe, du musst noch wach sein. Ich esse nochmal was. Haben wir auch noch Holz liegen. So. Gib mir noch mal ein bisschen Lebenslösung. War das Lebenslösung? Ich glaube, das war Lebenslösung. Verdauungstrank. Silberelixier. Dunkles Elixier.
Goldelixier, wir müssen auch nochmal wieder neue Leichen bestellen. Lebenslösung. Kaufen wir uns nochmal ein paar Heiltränke. Ich will vorbereitet sein. Für quasi die große Endschlacht. Oder so ähnlich. Machen wir jetzt mal hier Ruhestein. Ich komme mir vor wie ein WoW. Wir haben nicht mehr genug Teig. Das finde ich jetzt gar nicht so geil. Beerensaft? Nee. Hier. Gebäckteig, da ist es doch. Zack. Das wird jetzt sowieso, glaube ich, erstmal hoffentlich vom Essen her ausreichen, um den Händler zufriedenzustellen. So, dann brauchen wir jetzt noch Honig. Ich glaube, 2 Stück reichen. Wir müssen auch langsam mal wieder ein bisschen... Machen wir dich platt. Wir haben eh genug Fett. 2, ich nehme mal 3. Immer 3 mitnehmen. So. Wir brauchen noch einen. Zack. Dann gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen Honig ernten. Wieso habe ich denn jetzt... Was ist denn das? Habe ich da irgendwas? Ich dachte, ich hätte da noch was. So... Mach das kleine Ding, das wird nie benutzt. Niemals. Dann fangen wir mal mit der Presserei an. Da, da, da. Und nochmal. Wir brauchen wieder Alkohol, Alkohol, Alkohol. Stay tuned. Warum mache ich es mir eigentlich so? Als ob ich alles verlernt hätte. So. Ein hiervon. Gibt es eigentlich auch einen Zombie-Presser oder so? Das wäre noch cool zu wissen. Dann machen wir noch mal hier so ein bisschen. So. Dich tue ich hier rein. Dich auch. Dich hätte ich oben hin tun können. Das Gebäck im Übrigen auch. So. Ich denke, das passt so. Wir machen die dann platt. Wir haben eh genug davon. Sei es drum. Dann starten wir mal unsere lustige Produktion. Bier. Fehlt uns Wasser. Müssen wir noch Wasser reinholen. So. Holen wir gerade noch mal ein bisschen Wasser. Kuchen haben wir auch schon wieder... 1000 Punkte. Und wie lange nehmen wir gerade schon auf? Ja, noch nicht mal 20 Minuten. Komm. Machen wir das so. Haben wir jetzt wieder genug für Bier brauen. Immer rein damit. Schwuppdiwupp. Perfekt. Dann brauchen wir... Soll ich nochmal ein bisschen normales Bier bauen? Komm, ich brauche nochmal normales Bier. Wir haben hier Getreide. Ist doch egal. Wir haben es ja. So, jetzt kommst du, Gebäck, bitte hier rein.
Was brauchte ich jetzt nochmal für eine Lebenslösung? Der ist auch wieder da. Komm, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal Ütnikerlein. Ütnikosche. Jetzt haben wir schon mal wieder einen ganz dicken Batzen an Arbeit haben wir weggelegt. Das mit diesem ganzen Alkohol vorbereiten, das dauert immer so massivst lange, ne? Das ist echt unfassbar. Und jetzt müssen wir für den auch noch Organe rausholen. Der Gipfel der Krönung. Benutzen. Leuchtturm. Was war das hier? Scheiße. Ich hab's verkackt. Ich weiß. Zeichnete Einlagen von jemand Wichtigen. Besorge das beste Liebeslied aller Zeiten. Suche im nördlichen Wald nach dem Dolch. Beschaffe eine Fliegenpilzinfusion. Wo kriege ich denn eine Fliegenpilzinfusion her? Hallöchen, meine Freunde. Tja, ich habe leider nicht viel im Moment. Beziehungsweise die Lager sind komplett leer. Ich habe gar nichts. Niente. Null. Da war doch irgendeine Quest. Drei Organe. Hilft dem Astrologen dabei. Ja, ist schön. Abendessen, das ist fertig. Damaszenerschwert. Das Amulett. Ja, das habe ich schon verkackt. Komisch. Wie war das mit dieser Pilzinfusion? Ich kann den Typen jetzt nicht mehr fragen. Wo kriege ich diese Pilzinfusion her? Bum, bum, bum. Hallöchen. Zack, zack. Musst du mir mal sagen, ich hoffe, ihr hört das wirklich nicht. Was der die ganze Zeit am Rumsägen ist, wirklich. Ich verstehe es nicht. Und das an einem so schönen, freien Tag. Der Mann hat doch keine Hobbys. Und bauen tut er das nicht. Er benutzt das als Feuerholz, das weiß ich schon. Also, nichts Falsches denken. So, Forschungsobsidian. Jetzt ist die Frage, wo... Pilzinfusion. Egal, wir machen jetzt erstmal hier die Zwiebeln fertig. Das hat jetzt oberste Priorität. Dann müssen wir hier auch noch ein paar Karottchen abfarmen. Schwupp. Machen wir hier erstmal die Bestellung für den Händler fertig. Dann sind wir nämlich wieder komplett frei von Sorgen, sag ich mal. Oder Sorgen habe ich eigentlich nicht. Ich will halt eigentlich nur das Geschäft am Laufen halten. So einfach ist das. So, und wir brauchen dringend neuen Dünger. Zack, 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 zack. Es wird mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwie eine Aufgabe kommt. Von wegen. Zack, zack. Zack und zack. Hauen wir das Zeug hier rein. 78. Na, ob das ausreicht. Guckt euch das mal bitte an. Das Ganze nimmt mir langsam ein bisschen Überhand, wenn ich ehrlich bin. +300 dem Zeugs, was ich da oben stehen habe. Wie viel haben wir da? Viel zu viel, ich sage es euch. Auch wieder vollgehauen. Hier auch wieder das da rein. Halleluja. Halleluja. Habe ich schon gesagt, dass wir jetzt bald wieder neuen Dünger brauchen? Ne, doch hier.
zerstören. Dann machen wir das gerade mal. Füllen die Ding mit Leichen. Dann kommen wir nämlich morgen an frische Leichen. Schwupp. Lila Organe. Bäh. So. Was haben wir denn hier? Top-tati-tatam. Nummer 1. Nummer 2.